zweiten Ausgabe von Deep's Impact, heute mit dem Einwürfelsystem. Bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz nochmal auf die Kritikpunkte der ersten Ausgabe eingehen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Kritikpunkt Nummer 1. Bild und Sounds sind leider nicht perfekt. Das stimmt, damit werden wir aber momentan noch leben müssen, denn noch werde ich mir keine neue Hardware kaufen. Kritikpunkt Nummer 2. Die Rezension war deutlich zu lang, beziehungsweise eigentlich war es gar kein Fazit, sondern eine volle Rezension. Das versuche ich diesmal etwas kürzer zu halten, so in 1-2 Minuten. Die volle Rezension könnt ihr natürlich wieder bei den Teilzeithelden nachlesen. Zum dritten Kritikpunkt. Es ging um meinen ganz persönlichen Bad Hair Day und um meinen norddeutschen Akzent, beziehungsweise Dialekt. Ich gebe es zu, ich kann gar keinen anderen Dialekt. Vielleicht versuche ich es in dieser Ausgabe mal mit Untertiteln, damit man mich auch südlich der Weißwurstgrenze versteht. Ja, damit denke ich, sind wir durch und wir springen direkt zum Fazit des Einwürfelsystems. Zum Erscheinungsbild des EWS. Das EWS kommt im derzeit sehr beliebten DIN A5 Broschürendruck daher. Meine Version ist jetzt hier schon, man sieht das, ein wenig zu Tode geliebt. Das ist schlicht, einfach funktioniert, lässt sich gut transportieren, aber das EWS ist definitiv kein Regelwerk, in dem man gerne rumblättert. Die wenigen Illustrationen aus dem Battle of Westeros sehen zwar gut aus, aber ansonsten gibt es sozusagen nichts drumherum, also keine Rahmenlinien oder so. Wie gesagt, es ist funktionell, es ist gut, aber mehr als 3 von 5 Sternen kann man dafür nicht geben. Das generische Rollenspielsystem EWS ist natürlich einsetzbar für jedes erdenkbare Genre. Ich persönlich habe es mit 3 ausprobiert und es hat immer gut funktioniert. Ob man die Darstellung der einzelnen Kampagnenwelten auf der Homepage nun mag oder nicht, das muss jeder für sich selber beurteilen. Ich gebe eine neutrale Bewertung für die Spielwelten mit 3 von 5 Sternen. Auf gerade mal 18 Seiten bringt das Einwürfelsystem alle elementaren Regeln unter. Darüber hinaus ist es durch Module erweiterbar, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Die Benennung der Werte ist gerade für das Improvisieren in einem One-Shot oder auf einem Con sehr, sehr gut geeignet. Nur das Problem mit den Schwächen, das muss definitiv noch behoben werden. Für die Version 2.6 sehe ich das noch nicht, für die Version 3, denke ich, könnte das Problem damit gelöst sein. Für die jetzige Version gebe ich aber definitiv 4 von 5 Sternen und ich denke, das ist auch gerechtfertigt. Das EWS spielt sich meiner Meinung nach sowohl als Spieler als auch als Spielleiter extrem gut und extrem schnell. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Übergang vom Erzählen zum Würfeln funktioniert hier flüssig. Alle Konflikte werden wirklich mit einem einzigen Würfel abgehandelt, es sei denn, man benutzt ein Fokusmodul dazu. Lediglich das Problem mit den Schwächen. Das muss auch hier noch geklärt werden, weshalb ich nur 4,5 von 5 Sternen gebe. Ich gebe dem EWS 4 von 5 möglichen Sternen, weil persönlich finde ich es schnell vermittelbar, intuitiv zu spielen und als freies Rollenspiel natürlich auch noch kostenlos im Download. Das ist besonders schön. Ich kann jedem mal empfehlen, reinzuschauen, dann müsst ihr selber beurteilen, wie es euch gefallen hat. So, damit ist die zweite Ausgabe von Deep's Impact auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war diesmal etwas knapper in der Zeit. Generell freue ich mich natürlich über alle Kommentare. Nochmal ganz kurz in eigener Sache. Zwischenzeitlich gab es noch eine Rezension zum Bullet Time Blues. Da hatte ich ein Video angedacht, habe es dann aber sein lassen. Lest es euch einfach durch. Den Link findet ihr wieder unter dem Video. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch erfolgreiche Spiele und einen schönen Tag. Gucken, wir könnten jetzt noch ein bisschen spielen. Jetzt die Bülle kaputt. Nein! Stimmt gar nicht, ist nicht kaputt.